Hallo meine lieben Freunde, willkommen in einer neuen Aufnahme hier von Magic the Gathering. Ich bin Nero und wir versuchen natürlich erstmal in dieser neuen Geschichte von Magic reinzutauchen. Wir haben ja in der letzten Folge die Mechanik ein bisschen kennengelernt und hier Chandra, Bots, die sich in den Weg stellen und hier hinten irgendein Dien, wenn ich da kennen soll. Sie überwindet mühelos die Verteidigungsvorkehrungen der Stadt und es gelingt ihr schließlich, ihre Beute zu stellen. Liliana hat sich nicht geirrt, was die Identität dieser Person angeht. Es ist Tezzeret. Ach, der Tezzeret, der Geile. Nice one. Der berüchtigte Metallmagier und Planeswalker. Doch überraschenderweise wird Chandra von Dorvin Bahn und seinen massiven Konstrukten gestoppt. Hier hat Kaladresh ist... Hier auf Kaladresh ist Tezzeret ein hochgeehrter Gast des Konsulats, dessen Schutz er genießt. Tezzeret, geiler Planeswalker, ein blaues, ein schwarzes, zwei farblose, sucht nach Artefakten und bringt sie, glaube ich, auf die Hand. Nee, gar nicht. Du guckst die obersten fünf Artefakte an, ist das Ultimate, nimmst einen davon auf die Hand und die erste anderen unter die Bibliothek. Du kannst ein Artefakt zu einer 5-5 machen und was? Nee, das ist das Ultimate. Ich glaube, alle Artefaktkreaturen kriegen +5/+5. Irgendwie sowas war das. Nee, gar nicht. Der macht, das Ultimate ist, für jedes Artefakt, was du kontrollierst, verliert der Gegner 2 Leben und du bekommst 2 dazu. Das ist so eine Art Storm-Effekt auf Artefakt mit Tendrils of Agony. So in die Richtung müsst ihr euch vorstellen. Okay, Chandra gegen den Konsulat. Ich weiß nicht, ob das so geschickt ist, in einer fremden Stadt den Konsulat erstmal anzugreifen. Okay, es ist nur rot. Wir haben den Opferin, zerstören Artefakt deiner Wahl. Können wir gerne machen. Und die schießt, Damage. Ist aber auch okay. Wir halten mal die Hand. Die ist jetzt nicht so mega, aber wir können zumindest Turn 1 spielen und können ein bisschen Schaden machen. Während der wahrscheinlich hier mit lauter Fahrzeugen, die er ineinander stopft. Weitere Fähigkeit ist, dass du kannst hier in diese Energiesymbols, ähnlich wie Mana in deinem Pool, kannst du Energie in deinem Pool laden und sammeln. Okay. Okay, die ist 2-2 und hat Hellsicht. Damit ist sie schon mal besser als alle anderen unsere Karten. Jeder Spieler hat Hellsicht. Ja, bitte nach unten. Kann ich noch einen Mountain brauchen? 3 kostet das. Ist natürlich nicht so schön. Jetzt seht ihr auch, wie man diesen diese Energie sammelt. Die übrigens nicht verschwindet. Ja, kann man so nicht so als Karte vorstellen. Selbst damit den aufpumpen, ha, weiß ich nicht. Ist nicht so cool. Ich hätte einfach so geblockt und die behalten. Wenn er ins Spiel kommt, bekommt er 2, bezahle 2. Du kannst ein Artefakt oder eine Kreatur deiner Wahl tappen oder enttappen. Ja, okay. Weiß ich nicht. Ziemlich hohe Spritpreise, würde ich sagen. Der wutentbrannte Vergeltungsschlag führt 2 Kreaturen und oder Spieler deiner Wahl 2 Schaden zu. Ziemlich nice. Ich kann 1 Schaden machen, ne? Will ich... Ach, die muss ich ja beim Angriff schon auswählen, ne? Ich bezahle nicht. Ich schieße so nur damit. Mhm. Immer blöd, 2-1 Tausch. Ich habe vergessen, dass man es schon am Angriff des Spiels machen muss. Hoffentlich kriegen wir die neuen Planeswalker Chandra. Da würde ich mich auch drüber freuen. Aber ich glaube nicht, dass wir sowas Tolles hier in unserer Bibliothek haben. Kann ich mir nicht vorstellen. Ah, noch so eine. Die nerven langsam ein bisschen. Lohnt sich nicht, 2 Damage darauf zu schießen.
Kann ich es eigentlich auch beim Block machen oder nur beim Angreifen? Nur beim Angriff. Das ist ja toll. Sehr tolle Karten. Tolle Chandra. Okay, wir kriegen auch Hellsicht. Flammende Sitzkopfs. Passt ja alles zu ihr ein bisschen. Fügt 3 Schadenspunkte zu, deren Aufteilung du auf 1, 2 oder 3 Ziele deiner Wahl auf Kreaturen oder Spielerkonto. Ja, dann möchte ich die gerne sehen. Also für 3 Mana ist die besser als das Ding. Nee, wir zahlen es mal nicht. Einfach nur 2 in die Fresse. Okay, wenn ich auf eine Kreatur jetzt schieße, kriegt er auch noch mal zusätzlich 2 Schaden. Ist okay. Ja, kein Block. Würde ich sagen, schießen wir den danach mal weg. Ist schon okay. Ätzend. Der hat eine, der ist gut. Den können wir uns mal merken. 3, aber... Ich weiß nicht, ich möchte ihn gerne noch aufbewahren. Den hier bin ich mir nicht sicher, ob wir noch mehr geladene Sachen kriegen. Wir greifen mit dem an und wir zahlen diesmal. Das muss er nämlich mit beiden blocken. Dem blocken. Hätte ich auch mit, nee, mit dem wollte ich, den wollte ich nicht verlieren. Ah, geht doch. Du sagst Trampelschaden. Immer wenn du ein oder mehr Strom erhältst, erhält der hier +2/+2 bis zum Ende des Zuges. Gebietstreue Gierschlund. Also die Namen sind ja... Ja, da hat er 2 gekriegt. Und bekommt jetzt nochmal einen hinterher. Ja, ich glaube nicht, dass da irgendwas mit Flash in der Edition ist. Weiß ich. Ich glaube nicht, dass ich irgendwas sowas in die Richtung gesehen habe. Nichts Großartiges. Und wenn, sind es bestimmt irgendwelche komischen Artefakte. Der schon wieder. Können wir ja mit dem hier seine Energie aus dem Pool saugen. Ja. Erst ihn, dann ihn. Macht am meisten Sinn, aber erstmal greife ich mit dem an. Ja, wenn er sich gerne in die Fresse geben lässt. Bitte. Kann er haben. Komische Sachen. Ich weiß, was beschwört die eigentlich als Feuerwesen für komische Kreaturen? Oh, das ist gar nicht mal so schlecht. Da
5 Mana, ich kann beides casten, das ist gar nicht schlecht. Ah, verstehe. Ah, das ist clever. Dann verteilen wir mal ein bisschen Damage, ne? Tja, wenn er lieber seine Sachen so verbraucht. Ich habe noch meine 4 Energie. Na, willst du angreifen? Ich block auch nicht. Ich block nicht, versprochen. Schade. Fliegen, wenn der ins Spiel kommt, da erhältst du 2 Lebenspunkte dazu und ziehst 2 Karten. Okay, die Casting-Kosten sind ganz schön teuer für eine 2, aber 2 Karten ziehen ist besser als die 2 Lebenspunkte. Das ist schon ganz schön gut. Sollte man nicht unterschätzen. Wenn der hier ins Spiel kommt, erhält wieder 2 Leben, 2 Strom. Opfer zu gönnen deiner Versorgungsphase den hier, es sei denn, du zahlst 2. Okay. Eile hat er auch, das ist sehr gut. Wir haben ja noch genug Strom. Ah, dass er den mal wegblockt, verstehe ich. Leider. Verstehe ich's. Ein Counter hier drauf zu packen, bringt nicht viel. Nee. Machen wir mal so. Sehr gut. Und ich kann ihn hier auch noch wunderbar opfern. Ihn hier wunderbar opfern, um ein Artefakt zu zerstören, wenn er jetzt eins spielt. Ja, er zieht ein paar Karten. Aber wenn er nichts castet, dann ist er trotzdem. Ja, jetzt bringt er schon wieder 2 dieser komischen Teile raus. Nervt. Soll ich ihn jetzt opfern, um einen von denen wegzumachen, ist die Frage. Nee. Ich glaube, dass er bestimmt noch hier irgendwas auf der Hand hat, was er nicht spielt, weil ich ihn hier habe. Ich behalte den. Ich glaube mal, dass sie ihn so zumindest so intelligent programmiert haben. Hoffe ich. Und ich zahle. Aha. Wieso ist der jetzt gestorben? Ach, der, weil er nur 2-2 ist, okay. Weil ich keinen Strom gekriegt habe. Das ist natürlich nicht aufgepasst. Fliegt der kleine, das kleine Sternchen. Okay, jetzt machen wir es. Hoffen wir, dass wir mal kein Land ziehen. Nice. Das ist nice. Das sollte der Kill sein. Ja, ich guck mal, ob ich hier zahlen kann. Nö, das macht er weg. Ich kann sowieso nicht mehr zahlen. Ja, ich würde sagen, tot, oder? Mit einem Schraubenschlüssel gekloppt. Kannst dein Monster doch nicht mit einem Schraubenschlüssel kommen? Was bist du für ein Tierquäler? So, wir haben den Konsul der Stadt getötet, die uns als Gast aufgenommen haben für die Messe. Weiß ich nicht.
kann jeder für sich selbst entscheiden, ob sowas eine clevere Idee ist. Ein paar mehr Planeswalker. Wenn die wissen, was die hier für eine Power haben, die macht einfach alle Toten hoch und dann seid ihr weg. Darwin offenbart, dass es sich bei der Gefahr, hinter der er und die Sicherheitskräfte des Konsuls her waren, um die Anführerin der Renegaten handelt, die die Herrschaft des Konsulats anfechten. Dabei handelt es sich um Pia Nala, okay? Chandras verschollene geglaubte Mutter. Ja, ist klar, liebe Leute. Umringt von Konsulatswachen wird Pia verhaftet und weggebracht, während Chandra in Schockstarre verfallen nur hilflos zusehen kann. Hallo, die verwüstet den halben Planeten, wenn sie möchte. Und die macht nichts? Es geht um ihre Mutter. Das ist aber eine komische Geschichte. Aber wie diese Geschichte weitergeht, das seht ihr dann erst in der nächsten Folge. Ihr wisst ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal oder einem anderen Let's Play. Danke fürs Zugucken. Tschüss.